Ausrüstung, die ich hier aufgebaut habe, ist ja zum Großteil von der Community ausgesucht worden. Ich hatte ja zu einer Abstimmung aufgerufen und gesagt, eher Oldschool, Wolldecke, Schaffell, diese Geschichten oder machen wir es modern? Und nachdem ich die beiden Abstimmungen auf Facebook und Instagram zusammengezählt hatte, haben wir uns dann für modern entschieden, was extrem elegant ist, weil es ist super leicht. Ich habe dabei den Poncho-Liner. Poncho. Heringe habe ich eingepackt. Als Backup und als nächste Lage habe ich hier eine Jacke und die Mütze. Die Mütze kann man sich einmal prima über die Augen ziehen und die hält gut die Oropax drin. Ist gar nicht so verkehrt. Ja, eine Wasserblase und als Verpflegung Trockenwürste. Also als Ultra-Leichtfood sozusagen. Scheiß auf Y-Food, braucht keine Sau. Wir nehmen einfach ganz Y-Food. Was ist Y-Food? So sind wir nicht. Wir machen Werbung für den hiesigen Metzger. Ja, ausgezeichnet. Einmal die Blechtasse, Kaffee. Und Kartenmaterial und Kompass mit Spiegel. Der Spiegel einmal zum Ablesen der Marschkompasszahl und im Zusammenhang mit dem persönlichen Reinigungsgerät zum Reinigen ganz gut, wenn man das Gesicht mal sehen möchte. Im Endeffekt habe ich jetzt alles vorgestellt. Ne? Also den Kaffee gönnst du dir. Du hast recht auf alles geachtet, sag ich mal, was aber Kaffee? Entspannt ist. Aber Kaffee muss sein. Kaffee ja? muss sein. Ja? Ohne Kaffee keine Arbeit. Ja. Genau. Alles klar. Achso, genau. Die Isomatte hat auch die Community darüber abgestimmt. Und alles wird verpackt in dem neuen Rucksack, neues Modell. Ich habe ja den schwarzen mit zur Auswahl gestellt, aber nein, alle waren gütig und haben gesagt, neuer Rucksack. Wie viel Liter fasst der? 45.